Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Befrei sie von ihrer Sorge, denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir. Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, du hast recht, Herr. Aber selbst die Hunde bekommen von den Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, es gibt verschiedene Grade des Glaubens. Jesus hat zu dieser Frau gesagt: Dein Glaube ist groß. Die Apostel waren da noch nicht ganz so weit. Ihr Gebet hat sich darum gedreht, dass es ihnen peinlich ist, dass diese Heidin vor, hinter ihnen nachschreit. Das könnten die anderen sehen und das wollten sie nicht haben. Und der Herr kümmert sich auch um die Dinge, wenn wir ihm sagen: Herr, bewahre mich davor, mir wäre das so peinlich. Da brauchen wir uns nicht schämen. Der Herr versteht alles. Es gibt nichts, womit wir nicht zu ihm kommen könnten. Er liebt uns als seine Kinder. Aber diese Liebe, die er uns erweist, auch in den kleinen Dingen, wo wir uns nicht unbedingt als heldenhafte Christen erweisen, wo wir allzu menschlich in unseren Sorgen sind, soll für uns eine Aufstiegshilfe sein für weitere Stufen. Denn wir haben die Chance nicht automatisch, dass wir dadurch eine tiefere Verbundenheit mit dem Herrn erlangen und dann wächst unser Glaube. Dann geht es uns um wichtigere Dinge. Zum Beispiel das Mitfühlen und Mitleiden mit unseren Mitmenschen. Nicht nur mit unserer eigenen Familie. Wie viele Selbstgläubige kommen nicht einmal auf die Idee, für die eigene Familie zu beten, weil man jeder Not nur auf menschlicher Ebene begegnet. Oder weil ihnen das Leid gar nicht so sehr jetzt wichtig ist. Vielleicht denkt man sich sogar: Naja, die oder der ist schon selber schuld. Also, oder das Leid über das Verlorensein aufgrund der Glaubensspaltung. Wer betet für die Bekehrung derer, die der Kirche nicht im vollen Ausmaß angehören oder abgefallen sind? Das sind alles Beweggründe des Glaubens, die erst
später kommen. Das Bewusstsein für den geistlichen Kampf, es war sicher offensichtlich, dass hier der Dämon die Hände mit im Spiel hat. Und wer ist sich bewusst, dass auch in unserer heutigen Zeit der geistliche Kampf ganz ein wichtiges Thema ist? Und wer ist bereit, sich hier gemäß seiner Möglichkeit als christlicher Laie in den Kampf zu werfen, durch Opfer und Gebet? Und zu diesem Kampf gehört auch dazu die Reaktion des Herrn, dass er sich abweisend verhält. Ich möchte erinnern, dass an das Verhalten des Herrn seiner Mutter gegenüber, dass er nur jenen zuteil werden lässt, denen er auch das zumuten kann, weil dadurch gnadenmäßig noch viel mehr weitergeht, weil sie noch viel enger an seinem Kreuz stehen und an seinem Leiden teilhaben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sie lieben dennoch. Wenn Jesus zu seiner Mutter sagt, was willst du, Frau? Oder meine Zeit ist noch nicht gekommen. Oder wer ist meine Mutter und mein Bruder und meine Schwester? Oder siehe, dein Sohn, obwohl ihr Sohn am Kreuz hing. Und so würde sich diese Reihenfolge noch fortführen lassen. Nur wenigen wird diese Zumutung des Herrn zuteil, weil sie nur wenige ertragen können. Und auch hier dieser Frau, wenn er Jesus sagt, die Hunde, ihr werdet schon wissen, dass das Parade-Schimpfwort der Juden gegenüber den Samaritern und den Heiden war. Und das haben sie auch gewusst. Deshalb ist dieser Schmerz umso, die Wunde umso größer, in die Jesus hier hineinsticht. So richtig, dass es am allermeisten wehtut. Sie bleibt ruhig und demütig, schlagfertig und wortgewandt und dennoch in Liebe und Demut antwortet sie. Wie viele ergreifen die Flucht, weil der Herr nicht so will, wie sie wollen, weil sie umsonst beten scheint und es ist ihnen gar nicht bewusst, dass es hier nicht um sie selbst geht, sondern um einen viel größeren Kampf. Und dass viel verloren geht, wenn sie jetzt zurückziehen, weil sie persönlich von Gott beleidigt sind oder enttäuscht oder sonst irgendwie. Und weil sie nicht einmal zu gewissen Opfern bereit sind, weil jetzt das eigene persönliche oder private Wohlbefinden gestört ist. Jesus sucht Jünger, die bereit sind, wirklich mit ihm zu leiden, die bereit sind, die Dunkelheit, die Gottferne dieser Welt auf sich zu nehmen und mitzuerleiden. Wie viele tragen eigentlich nur zur Dunkelheit der Gottlosigkeit durch ihre Lauheit bei und machen das Kreuz für die anderen umso schwerer. Bitten wir die Gottesmutter, dass sie uns hilft, zum Segen zu werden, so wie sie es geworden ist. Segne du, Maria. Amen. Vergilt's Gott.